Endlich hat es ihn wieder gegeben, den Neujahrsempfang 2023 des Coswiger Oberbürgermeisters. Diese sehr beliebte Veranstaltung fand traditionell im Rahmen des Neujahrskonzertes in der Börse statt. Eigentlich hätte Thomas Schubert als OB bereits zum vierten Mal zu diesem Ereignis eingeladen. Doch in den beiden vorangegangenen Jahren war auch diese Veranstaltung wegen der Pandemie ausgefallen. Die Nachwirkungen waren dennoch aktuell ein wenig zu spüren. Während der große Ballsaal der Börse früher stets mit 650 Gästen restlos gefüllt war, waren diesmal nur rund 500 Bürger der Einladung des Oberbürgermeisters zum Neujahrsempfang gefolgt. Wir machen das gemeinsam, mein Büro zusammen mit mir. Wir haben eine Liste der Abgeordneten unseres Wahlkreises beispielsweise oder örtliche Vertreter der Wirtschaft, die Nachbarbürgermeister und die Coswiger Einrichtung, also von den Schulen über die Pfarrer, über verschiedene andere Persönlichkeiten, die eingeladen werden. Und ansonsten, der große Rest geht an die Coswiger Bevölkerung, die sich die Karten dann jeder holen kann. Die sind ja kostenfrei für jeden. Kurz vor dem Eintreffen der ersten Gäste nahm sich der OB vor unserem Mikrofon noch ein wenig Zeit. Seine sehr würdevolle Amtskette trägt der Stadtoberhaupt übrigens nur zu ganz besonderen Anlässen. Erstmal freue ich mich, dass so ein Konzert überhaupt wieder möglich ist. Wir haben ja voriges Jahr schon erleben müssen, dass es zum üblichen Zeitpunkt nicht geht. Dieses Jahr klappt es wieder. Insofern wünsche ich mir einfach für dieses Jahr mehr Normalität, dass Feierlichkeiten, Treffen wieder möglich sind, Veranstaltungen möglich sind. Und so hat das Jahr ja schon mal gut begonnen, dass sowohl eine Silvesterfeier möglich war, als auch jetzt die Neujahrsempfänge traditionell wieder fortgesetzt werden können. Ansonsten für die Stadt, wir haben Pläne. Dafür hat der Stadtrat auch Beschlüsse gefasst, zum Beispiel mit dem Haushaltsplan oder mit einigen Baubeschlüssen, die wir im letzten Jahr beschlossen haben, die es dieses Jahr umzusetzen gilt. Also es wird wieder einiges in Coswig passieren und darauf freue ich mich auch, wenn wir das erfolgreich bewegen können. Zu den für dieses Jahr speziellen Gästen gehörte auch der neu gewählte Bürgermeister unserer Partnerstadt Lovosice. Obwohl neu im Amt war, Wojciech Krejci nicht zum ersten Mal in Coswig. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, denn eigentlich weiß ich schon sehr viel über Coswig. Wir waren, wie gesagt, schon oft hier. Ich weiß, es ist nicht nur eine wunderbare Zusammenarbeit zwischen unseren Städten, eine sehr, sehr langjährige Freundschaft, sondern ich kenne ihre wunderschönen Kirchen, ich kenne andere Denkmäler, die sie hier haben. Und wir hatten auch die große Freude, an richtig großen Festlichkeiten teilzunehmen und die Stadt so von ihrer fröhlichsten Seite kennenzulernen. Auch Martin Dulich hatte sich in die Reihe der Wartenden gestellt. Die Blickrichtung des stellvertretenden SPD-Ministerpräsidenten ist sehr eindeutig. Ich gucke nach vorne. Denn wenn man mal zurückschaut, wir haben jetzt 2 Jahre Corona als Krise erlebt, danach kam dieser Krieg. Wenn man aber zurückblickt, sind wir doch ganz glimpflich davongekommen. Und auch die jetzigen Energiepreise entwickeln sich auch wieder in eine Richtung, sodass ich sage, vielleicht haben wir doch als Staat einiges gut gemacht und richtig gemacht. Wir haben, glaube ich, mit den Energiepreisbremsen die richtigen Entscheidungen getroffen. Unsere Wirtschaft ist doch resilienter, als man denkt. Wir müssen uns jetzt massiv dieser Transformation stellen. Wir müssen unabhängiger werden. Wir müssen unsere Wirtschaft weiterhin stärken. Denn wir müssen natürlich auch sehen, dass wir aus diesen Krisen auch lernen. Ganz regional, aber auch kurz und knapp seine Informationen zum weiteren Bau der Staatsstraße 84 Kötitz-Meißen. Es ist natürlich ein sehr komplexer Untergrund, deshalb sind die Planungsprozesse für diesen Bauabschnitt sehr schwierig, aber man schreitet voran, denn ich habe natürlich ein großes Interesse, dass diese Staatsstraße zu Ende gebaut wird. Inzwischen hatte OB Schubert an der Seite seiner Gattin begonnen, die ersten Gäste zu begrüßen. In seiner stets sehr verbindlich freundlichen Art wurde jeder einzelne Gast mit einigen persönlichen Worten empfangen. Unter den vielen wartenden Coswiger Bürgern waren immer wieder regional bekannte Persönlichkeiten auszumachen. Dazu gehörten Landrat Ralf Henzel, die Oberbürgermeister umliegender Gemeinden wie Bert Wensche aus Radebeul, Siegfried Zenker, der Bernböhler Bürgermeister, oder Olaf Raschke aus Meißen. Ebenfalls nicht gefehlt hatte Frank Neupold als Amtsvorgänger von Thomas Schubert. Erschienen waren auch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Coswig. Oder auch ein gekröntes Haupt, verbunden mit den Erwartungen für das neue Jahr. Ja, als sächsische Weinkönigin erwarte ich natürlich, dass wir tolle Weine dann haben, die wir dann wieder verkosten dürfen. Und ja, da wir auch selbst einen Weinberg bewirtschaften, hoffe ich auch da, dass wir ein bisschen mehr Regen dieses Jahr haben und ja, gesundes Traubengut.
Während die Schlange der Gäste vorerst nicht abriss, hatten die zuerst gekommenen Damen und Herren bereits ihr Gläschen Sekt in der Hand. Der richtige Moment, um sich über seine Wünsche und Gedanken für das Jahr 2023 zu äußern. Was ich da erwarte, dass ich erstmal persönlich gesund werde, weil ich mit dem Stock gehe. Und sonst, das ist alles, was man sich wünscht und im Rentenalter noch mehr für uns getan wird in der Stadt. Dass sich in Deutschland was ändert, zugunsten der deutschen Bürger. Und auch die zu uns kommen, die Migranten, die hier fleißig sind, hier arbeiten und unseren christlichen Staat anerkennen. Und das wünsche ich mir sehr, dass sie auch unterstützt werden, aber nicht solche, die hier morden, töten und unseren Staat ausnehmen. Ja, ich wünsche mir für alle Gesundheit und vor allem Frieden für die ganze Welt und dass das endlich aufhört, also wie die Politik jetzt in Deutschland ist, dass wirklich mal ein Schlussstrich gezogen werden muss und alles getan wird, dass eben Deutschland wieder in Frieden und wie sagt man, in Ruhe, also die Bürger leben können. Punkt 16.05 Uhr begann Coswigs OB Thomas Schubert in vollem Ornat seine rund 20-minütige Neujahrsansprache. Der Gastgeber blickte zunächst durchaus kritisch auf das Jahr 2022 zurück. Positiv in Erinnerung geblieben waren dagegen die Worte einer Coswigerin im Bürgerbüro. Sie hatte für den jungen Oberbürgermeister samt Stadtverwaltung ein deutliches Lob mitgebracht. Aber auch dieser nie für möglich gehaltene Krieg vor der Haustür der Europäischen Union hatte einen hohen Stellenwert in seiner Rede. Sehr gut war dagegen, dass die Stadt Coswig das Haushaltsjahr 2022 im Bereich der Finanzen positiv abgeschlossen hat. Daher können die Pläne für 2023 recht zuversichtlich angegangen werden. Abschließend wünschte Thomas Schuber den Gästen für das neue Jahr alles Gute, vor allem Frieden und Gesundheit. Einfach ein gutes Jahr 2023. Mit viel Applaus wurde die Rede des OB honoriert. Und damit wurde es Zeit, einen schönen und eindrucksvollen Konzertabend mit dem Ensemble Projects for Cellos anzukündigen. Mit den Worten "Bühne frei und herzlich willkommen" begann das Konzert für sechs Violoncelli. Jetzt standen die Musiker im grellen Scheinwerferlicht und Werke unter anderem von Antonín Dvořák, Franz Leha oder Giacomo Puccini zu präsentieren. Die musikalische Bandbreite des Ensembles Projects for Cellos erstreckt sich über verschiedenste Stile und Epochen. Die von Publikum und Presse gleichermaßen gelobten Tourneen führen das Ensemble seit Jahren durch ganz Deutschland. Auch das Coswiger Publikum wusste, das Dargebotene dieses Neujahrsempfangs mit deutlichem Applaus zu würdigen.